Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drakensang, das Auge der Göttin. Ja, ich habe so langsam das Gefühl, dass wir uns dem Ende der Story neigen. Ich bin ja auch jetzt bald bei 20 Stunden und die Entwickler haben so 20 bis 30 Stunden Spielzeit gesagt. Aber ja, auch wenn wir ins Journal gucken, haben wir nicht mehr viel offen. Wir waren auch schon in allen Gebieten. Nochmal. Inklusive dem Drakensang und den Silberfällen. Wir waren sogar hier zigmal, weil wir Zeug übersehen haben. Erstmal möchte ich zum Gutshof. Hier sind immer noch Wölfe. Bredobento ist auch hier. Da ist Salina. Tamlok. Vielen Dank, dass ihr Selina gerettet habt. Ja. Hallo, da bist du ja. Hemlock und ich wollten gerade abreisen. Wohin soll es denn gehen? Ach, nach Angbar. Dort findet demnächst die große Warenschau statt. Die dürfen wir uns auf gar keinen Fall entgehen lassen. Genau. Mal sehen, welcher Ärger uns dort erwartet. Hamlock, du übertreibst mal wieder schamlos. Beck sei Dank, es ist auch alles gut ausgegangen. Und das habe ich mal wieder dir zu verdanken. Ich hoffe, ich kann es dir irgendwann zurückzahlen. Und jetzt wird es Zeit für uns. Bis bald. Gute Reise. Also, damit sehen wir Salina wohl nie wieder, wenn sie nach Angbar reisen. Gibt es Neuigkeiten über meine Tochter? Nein, ich konnte noch nichts herausfinden. Du redest nicht mit mir. Hier ist alles normal. Die Händler wollen nicht mit mir reden. Habe ich irgendwas zu verkaufen? Nö. Außer Bredo hat Interesse an zwei Hühnern. Einen schönen Tag wünsche ich. Aber ja, nicht mal bei Bredo tauchen Hühner auf. Gut. Das heißt, für uns geht es jetzt nach oben zum Hexenkreis. Wenn wirklich dieser Kreis gemeint ist, ich hoffe es mal. Auf zum Steinkreis. Ich habe das Tor durchschritten, bla bla bla. Steinkreis in den Blutbergen, ja. Da fällt mir nur der Hexentanzplatz ein. Naja, einen anderen Steinkreis kenne ich hier wirklich nicht. Ja, aber hier oben tut sich auch was ganz besonders Leuchtendes. Ja, da ist Darion, Frenja. Firnian ist auch hier. Oh, und alles leuchtet rot. Also ja. So, dann buffen wir jetzt erstmal wieder. Fleißig. Holen einen neuen Bären. Weil wir werden garantiert wieder gegen irgendwas kämpfen müssen hier. Ei,
Oh, Armatrotz fehlgeschlagen. So. Warten, bis ihre Astralenergie voll ist und dann geht's los. Das seid ihr ja endlich. Was hat euch so lange aufgehalten? War Hamralgasch etwa ein ernstzunehmender Gegner? Dann habe ich euch wohl doch überschätzt. Hamralgasch weniger. Es waren mehr die Skelette, die er zur Unterstützung hatte. Das lag mehr an euch als an mir. Euer Tor hat mich leider nicht direkt zu euch geführt. Hat es das? Das tut mir leid. Aber Tore durch den Limbus sind leider immer unberechenbar. Aber das spielt ja nun keine Rolle mehr. Schließlich habt ihr ja dennoch hergefunden. Und jetzt wollen wir der Sache endlich ein Ende machen. Bevor ihr fragt, nein. Ich werde weder Firniane noch Frenja freilassen. Wenn auch Firnianes Körper nicht mehr benötigt wird, so könnte sie doch noch ein nettes Spielzeug abgeben. Und meine Pläne mit Frenja kennt ihr ja schon. Nur schade, dass ihr das nicht mehr erleben werdet. Aha. Ich werde mein Möglichstes tun, um euer Vorhaben zu verhindern. Ihr redet zu viel. Ich werde nicht zulassen, dass ihr euer unheiliges Ritual durchführt. Ich will das Erste. Das hoffe ich doch. Das Verhindern wird euch allerdings nicht gelingen. Ich habe eure Pläne schon mehrfach durchkreuzen können, oder habt ihr das schon vergessen? So würde ich das nicht ausdrücken. Zugegeben, zunächst habe ich euch noch unterschätzt. Aber dann habt ihr euch doch tatsächlich als würdiger Gegner entpuppt. Meinen Dank dafür. Und als Belohnung dürft ihr jetzt zu Koron fahren. Ach, wieder Skelette. Am besten erstmal alle auf Dario losgehen. Lass das mal vor bei Angroschs Bart. Nein, damit. Bis jetzt sieht das alles noch ganz gut aus. Alles klar, Phorax. Aufgepasst! Bei meiner Axt! Okay, das sieht jetzt wiederum nicht mehr gut aus. Okay, es sollten doch erst die Skelette weg. Das ist wieder so ein Kampf. Wenn ich den Gegner unter eine bestimmte Anzahl an Lebenspunkten prügel, dann beschwört er neue Gegner. Okay. Aber die Skelette scheinen zum Glück nicht so gut zu treffen diesmal. Das sagt, was habt ihr erwartet? Allzu leicht wollte ich. Und jetzt wollen wir der Sache endlich ein Ende machen. Bevor ihr fragt, das hoffe ich. So. Alle auf ein Skelett. Machen wir erstmal ein Skelett nach dem anderen tot. Mein Atem geht ruhig. Nein, nicht so. Meint ihr? Folgt mir, Arkwart, Sanja. Okay, ich sollte weiter mit schweren Angriffen nachsetzen. Ja. Du haltst mal vor, Grimm. Okay, wir brauchen einen neuen Teddybären. Wir brauchen eine Heilung für Benno hier, der kann nämlich gerade nicht selber. Das bin ich. Okay. Ihr beide braucht Heiltränke. Ei.
Sag mal, habt ihr jetzt echt so die Probleme, die Skelette auszuschalten? Okay, gleich einen neuen Bären. Eine Heilung. So, und jetzt alle auf Dario losgehen. Und du gleich nochmal. Oh, was ist eigentlich auf dich gewurft? Ein Turmbarum. Na klar. Albrassona. Okay, die nächsten Skelette. Ich bin tot. Die sah jetzt wieder so richtig kacke. Das ist teilweise wieder richtiges Glück mit den Würfen, mit den Treffern und allem. Das seid ihr ja in Paris. Und jetzt wollen wir der Sache. Das hoffe ich. So. Sprich, Freund. Zerit. Aufgepasst. Zerit. Ja! Astus. So, das ist besser. Arquatus. Folgt mir. Genau, meinen Bären könnt ihr ruhig einschläfern. Okay, das wird jetzt scheiße. Furax. Und da ist Gwendala tot. Ach, also bewusstlos. Nur... Die Zauber sind halt wirklich random, die Mod-Gegner machen. Also, dass er jetzt in diesem Durchgang einen Haufen Einschläfern gemacht hat, war wieder lästig. Das seid ihr ja endlich. Das ist dasselbe wie bei Salina gewesen, in der Höhle, die in einem Durchgang die ganze Zeit Paralysestein wie stark gemacht hat. Bei meiner Axt. Alles klar. Zerit, sprich, Zerit. Freund, Ast. Ich versuche mein Bestes. Hi. Mandaria. Das bin ich, Candidus. Wanda. Sanja.
Aufgepasst! Lass das mal Vorgrim machen. Ja. Arkwart. Genau, mein Bären kannst du ruhig abfackeln.